Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Erst einmal natürlich ein frohes neues Jahr. Alles Gute, Liebe, Gesundheit und vor allen Dingen natürlich Erfolg beim Trading. Ja, meine Damen und Herren, das ist natürlich das erste IG Kompakt Video in diesem Jahr. Und natürlich schauen wir uns auch die wichtigsten Märkte an. Was kann jetzt noch passieren? Was war in 2023 maßgeblich? Und wir sehen aktuell auch jetzt hier auf der IG Handelsplattform rote Vorzeichen. Ja, natürlich viele Anleger, viele Marktteilnehmer scheinen noch im Urlaub, im verlängerten Weihnachtsurlaub zu sein. Aber natürlich auch heute Abend nach Börsenschluss hierzulande, ja, steht natürlich die Veröffentlichung des, der sogenannten Fed Minutes, also das Sitzungsprotokoll der Fed auf der Agenda. Ja, natürlich am 13. Dezember auf der letzten Sitzung des Jahres 2023 wurde so indirekt die Zinswende eingeläutet. Allerdings ist jetzt natürlich interessant, wie sich die Mitglieder der Federal Reserve natürlich diesbezüglich äußern bzw. geäußert haben. Und das ist halt heute Abend im Sitzungsprotokoll nachzulesen, dass Jerome Powell jetzt in diesen Fed Minutes jetzt nicht die Kehrtwende machen wird. Das dürfte klar sein, aber ich glaube schon, dass die US-Notenbank noch natürlich versuchen wird, die ja sehr hohen Erwartungen vielleicht ein wenig zu dämpfen. Ja, meine Damen und Herren, wie sieht es denn jetzt an den Märkten aus? Und da natürlich der erste Blick auf den deutschen Leitindex. Und da sehen wir, dass wir eigentlich schon so seit Anfang Dezember beziehungsweise spätestens nach dem neuen Allzeithoch bei über 17.000, wir uns in einer Seitwärtsphase befinden. Hier haben wir auch das Handelssystem, die Bollinger Bänder mit den Einstellungen 10 Handelstage und nur einer Standardabweichung. Das heißt, hier hatten wir schon am 20. Dezember das untere Bollinger Band unterschritten. Das war schon mal so ein kleines Warnsignal. Naja, charttechnisch befinden wir uns, wie gesagt, in einer Rechtecksformation. Hier die Unterseite verläuft bei 16.593. Eine wichtige oder weitere Unterstützung ist natürlich das vorherige Rekordhoch aus dem Sommer des vergangenen Jahres bei 16.532. Kurzum gesagt, damit es weiter für den DAX aufwärts gehen kann, sollte das genannte neue All-Time-High bei 17.004 überwunden werden. Unterhalb von 16.532 müssen wir uns mit einer Korrektur beschäftigen. Aber wenn wir uns mal anschauen, meine Damen und Herren, wir kommen vom 27. Oktober von unterhalb von 14.6 und gingen bis in der Spitze bis 17.000. Also dass da mal eine Korrektur kommen könnte, ich glaube, das ist keine allzu große Überraschung. Naja, eine allzu große Überraschung ist auch die derzeitige Situation beim Ölpreis nicht. Wir haben weiter natürlich Rezessionsängste und das spiegelt sich natürlich im Ölpreis der Sorte WTI wieder. Wir sehen jetzt hier im Grunde eigentlich schon seit Ende September 2023 haben wir einen intakten Abwärtstrendkanal. Jetzt hier jüngst, so ungefähr kurz nach Heiligabend am 26. Dezember, haben wir wirklich versucht, den Abwärtstrendkanal nach oben zu verlassen. Das ist dem Ölpreis nicht gelungen. Jetzt notieren wir wieder unterhalb des Tiefs bei 72,36 Dollar je Fass. Und das heißt also, wir könnten jetzt hier in Richtung dieser grün gestrichelten Linie gehen. Das ist ein Tief bei 66,95. Auch hier das untere Bollinger Band wurde unterschritten und die Bestätigung durch den RSI auf Basis der letzten 5 Handelstage. Das könnte heute die Bestätigung erfolgen, nämlich die Bestätigung würde vorliegen, wenn der RSI unter dem Wert von 30 schließen würde. Also beim Ölpreis sieht es nicht allzu gut aus, ebenfalls auch nicht beim US-Dollar zum Schweizer Franken. Der US-Dollar ist natürlich auch nach dem Zinsentscheid vom 13. Dezember und auch darauf folgend natürlich unter Druck geraten, weil ganz einfach doch die Marktteilnehmer
laut dem Fed Watch Tool der CME Group davon ausgehen, dass wir im kommenden Jahr die Zinswende sehen. Und aktuell gehen die Marktteilnehmer aus, dass sogar die erste Zinssenkung auf der Sitzung vom 20. März geschehen kann. Jetzt sehen wir aktuell mal so eine kleine Gegenbewegung, eine kleine Erholung. Allerdings, ob die jetzt letztendlich von langer Dauer ist, bleibt natürlich abzuwarten. Der Abwärtstrendkanal ist intakt und letztendlich, da müsste ich ein bisschen weiter zurückgehen, erst wenn wir so oberhalb dieser Widerstandszone bei 0,85660 bzw. 0,85550 klettern würden und auch oberhalb des oberen Bollinger Bandes, das liegt aktuell bei 0,85559, da könnten wir vielleicht von einer zarten Trendwende sprechen. Das heißt also, bis zu diesem Bereich kann es zu einer Erholung kommen und dann kippt vielleicht dann der US-Dollar zum Schweizer Franken wieder nach unten. Also auch hier sehen wir auch, der 100-Tage-Durchschnitt, der kippt jetzt auch allmählich gen Süden. Beim US-Dollar sieht es, wie gesagt, dann auch nicht gut aus. Dagegen gut sieht es beim Bitcoin aus, meine Damen und Herren. Wir sehen jetzt hier auch in der jüngsten Vergangenheit, der Bitcoin hat dazu immer schon mal gerne geneigt, letztendlich bilderbuchmäßig immer gewisse Ruhephasen einzulegen, sogenannte Seitwärtsphasen zu bilden und diese dann auch nach oben zu verlassen. Und auch die letzte Seitwärtsphase konnte jetzt nach oben verlassen werden, nämlich am gestrigen Dienstag. Das Hoch, die Oberseite der Handelsspanne bei 44.484 konnte überwunden werden. Gleichzeitig haben auch hier die Bollinger Bänder ein Kaufsignal generiert. Und der RSI schloss 5 Handelstage als Grundlage auch oberhalb des Wertes von 70. Natürlich werden wieder einige fragen, ja, aber der RSI soll uns doch vor überkauften oder überverkauften Bereichen, Situationen warnen. Ja, aber letztendlich muss man ganz einfach sagen, befindet sich der Bitcoin erstens in einer starken Trendphase. Zweitens, Werte beim RSI mit dieser kurzen Einstellung 5 Handelstage, das signalisiert ganz einfach den Beginn einer sehr starken Trendphase und die kann natürlich der Anleger nutzen. Ja, Kursziel, da liegen wir hier schon über 48.200. Das ist ein ehemaliges Hoch, was jetzt letztendlich angesteuert werden kann. Ja, letztendlich natürlich kommen wir jetzt auch noch auf die Aktienseite zu sprechen und da sehen wir natürlich die Apple-Aktie, die jetzt auch gestern unter Druck geraten ist. Und hier schön im Tageschart auch zu erkennen, das Hoch bei 198,23, das konnte bislang nicht überwunden werden. Daraufhin kam es schon zu den ersten Gewinnmitnahmen. Hier letztendlich auch kurz vor Heiligabend das erste Verkaufssignal. Letztendlich das untere Bollinger Band wurde unterschritten. Letztendlich auch wurde jetzt auch dann am gestrigen Dienstag mit dem RSI unter dem Wert von 30 ein weiteres Verkaufssignal generiert. Jetzt natürlich kann es in Richtung des 100-Tage-Durchschnitts gehen und da liegen wir bei 182,24. Also wie gesagt, erst einmal ist die Aufwärtsbewegung bei der Apple-Aktie beendet. Ja, meine Damen und Herren, das ist natürlich zum ersten, beziehungsweise heute zum zweiten Handelstag des Börsenjahres 2024. Am Donnerstag im IG Livestream bei YouTube, da reden wir natürlich auch nochmal über die Aussichten für das Jahr oder Superwahljahr 2024. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und viel Erfolg beim Trading.